Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur dritten Etappe der Tour vom Mahn von Nakhal Fort nach Wadi Daikadam, 193,9 Kilometer. Ich muss mich entschuldigen, ich habe, glaube ich, heute vergessen, die Favoriten abzulichten. Sorry dafür, ich kann mich rausreden. Lag heute ganz einfach daran, dass ich irgendwie Probleme hatte, die Etappe zu starten. Deshalb fahren wir sie heute auch in etwas ungewohnter Grafik. Das Spiel läuft um einiges flüssiger, muss ich sagen. Ich habe einfach mal bei jeder Grafikeinstellung einen Punkt weggenommen. Ja, also so gesehen läuft es natürlich ein bisschen flüssiger jetzt. Sieht aber wahrscheinlich halt auch ein bisschen billiger aus, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber gut, mal kann ich alles haben. Irgendwie wollte das Spiel sonst nicht laden. Ist wieder sehr, sehr lang hängen geblieben. Und da ich ja bei der Tour of Oman mit Spielen, die nicht laden, so ein bisschen ja, geimpft bin sozusagen. Ja, ne? Könnt ihr euch ja denken. Von daher, wir haben also Ivan Santa Romita nach seinem genialen Sieg auf der zweiten Etappe dieser Oman-Rundfahrt im Trikot des Gesamtführenden. Ja, mit, ich glaube, 47 Sekunden sind es. Vor, nee, 50 sogar. Vor Fernando Gaviria. Und wir schauen mal, wer hier angreift. Kotschetkov ist wieder mit dabei. Auch Simon und Lamertink haben wir also in den beiden Ausreißern. Kotschetkov ist der Beste. 57 Sekunden Rückstand hat er. Heißt also, wir sollten diese Ausreißergruppe definitiv ernst nehmen und nicht zu weit wegkommen lassen. Al-Hamadi, Khalid und Al-Ali Ibrahim sowie Giuliano Camberei sind also heute eingeteilt fürs Tempo machen. Also wir werden hier nichts dem Zufall überlassen. Unsere Mannschaft macht heute definitiv mit die Führungsarbeit. Für den Sprint heben wir uns mal Mohamed Hassan Al-Muravi auf, wie immer. Behane ist der Beschützer für Santa Romita. Und Ali Thani ist der Beschützer für Muravi. Ich glaube nicht, wenn ich mir dieses Profil ansehe, dass Al-Muravi heute großartig eine Chance hat im Finale. Er hat zwar eine sehr gute Form zurzeit, aber das Finale wird wahrscheinlich ein bisschen zu hart für ihn sein. Santa Romita hingegen sollte das Finale liegen. Geht ja über schön geschwungene Hügel in Richtung Finish. Insofern sollte das passen. So, Davide Cimolai aus der Mannschaft FDJ macht gerade Tempo für ihren Kapitän, für Arnaud Demar, der heute zu den Favoriten zählt. Genauso wie wahrscheinlich auch Dan Martin, schätze ich mal. Vielleicht Mark Cavendish. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es ist eine ziemlich interessante Ankunft, denn es ist so halbwegs hügelig, halbwegs anspruchsvoll, aber es könnte halt auch noch was für Sprinter sein. Insofern sagen wir mal gut, dass Peter Sagan nicht am Start ist, weil sonst wüssten wir schon, wer heute gewinnen würde. Sagen wir es mal so, ne? 4 Minuten haben die Ausreißer momentan Vorsprung. Wie gesagt, wir machen heute mal gar nichts Großartiges. Wir halten heute mal die Füße still. Schade für Al-Ali Ibrahim, dass er jetzt nicht seinem Traum nach dem Bergtrikot weiter nachjagen kann. Ah gut, ich sag mal, es gibt jetzt hier definitiv größere Aufgaben als das Bergtrikot irgendwie, als diesen Wunschgedanken nach dem Bergtrikot irgendwie zu verfolgen bei dieser Rundfahrt. Vielleicht, ja, vielleicht klappt es ja sogar mit dem Rundfahrtsieg. Denn 50 Sekunden ist nicht die Welt, aber es ist immerhin etwas. Also hat Santa Romita schon mal eine sehr geile Attacke gerissen. Muss man ihm halt einfach lassen. Von daher schauen wir mal, was so gehen kann in dieser Rundfahrt. Heute heißt es erstmal Trikot verteidigen. Sollte er machbar sein bei der heutigen Ankunft. Wobei ich gerade sehe, dass Behane auch keine schlechte Tagesform hat, ne? Mit so einem 77er am Berg kann man mal in die letzte Steigung gehen. Aber wir werden uns in erster Linie auf Santa Romita konzentrieren. Wenn Behane noch die Kraft hat, am Ende da voll mit reinzuhalten, sind wir natürlich dankbar darum. So, und Frapochti hat hier Probleme. Hatte wohl irgendeinen Defekt oder sowas. Irgendwas wurde auch angezeigt. Ich habe es nicht lesen können, sorry. Aber macht ja nichts. Ja, also ich schau mal, ne? Wenn Behane am Schluss noch gut drauf ist, dann darf er gerne mit Tagessieg mitfahren, wenn er ihn kann. Ansonsten ist die oberste Prämisse, das rote Trikot von Santa Romita zu verteidigen. Wäre doch geil, die Oman-Rundfahrt zu gewinnen, ganz ehrlich. Würde den Sponsor mit Sicherheit auch tierisch freuen, weil dem ja irgendwie die
ganzen emiratischen Rennen und überhaupt die aus dieser Ecke wichtiger sind als die ganzen österreichischen Rennen. Die Österreichische Rundfahrt zum Beispiel ist kein Ziel, dafür aber die Oman-Rundfahrt, die Katar-Rundfahrt, die Dubai-Tour, die Abu Dhabi-Rundfahrt und was weiß ich nicht alles. Keine Ahnung warum, aber es ist so, Mann. So, erster Anstieg, dritte Kategorie. Mal schauen, wer sich hier vorne die Punkte sichert. Kochetkov greift an, auch Bille aus der Verandas Willems Mannschaft und er kann sich da so ein bisschen absetzen. Ja, sieht so aus. Ja, schafft er locker. Bille holt sich also die Punkte hier. Ist die einzige Bergwertung heute. Heißt also, Santa Romita wird auch weiterhin in der Bergwertung führen vor seinem Teamkollegen Berhane. Dann kommt allerdings schon Bille. Und dann eben Al-Ali Ibrahim, der heute unter anderem Tempo macht im Feld. Acht Fahrer sind zurückgefallen. Schauen wir mal ganz kurz, um wen es sich hier handelt. In Sausti ist mit dabei. Ja, also um schwache Fahrer, die hier einfach nicht mithalten können. Sogar an so einem kleinen Hügel nicht. Ist ja vergleichsweise ein kleiner Anstieg gewesen gerade. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Almoravi. Ich glaube, für den wird es heute zu schwer. Ich glaube eher, das wird heute was für die Hügelfahrer. Leider habe ich die Favoritenliste mir nicht angeguckt. Es tut mir echt leid. Ah, hätte ich echt machen sollen. Sorry dafür. So, 72 Kilometer noch. 3 Minuten Vorsprung. Sollte machbar sein, die Ausreißer bis dahin einzuholen. Und Santa Romita, dem geht es noch sehr gut. Ist hier noch mit im Feld dabei. Und auch noch oder zumindest mal drei. Na, hier ist Al-Hamadi. Passt schon. Also, alle sind noch mit dabei. Machen das Tempo. Jeder hat seine Aufgabe zugewiesen. Und das passt. Läuft gut, die Mannschaft bis jetzt. 64 Kilometer noch bis ins Ziel. Jetzt hier ein bisschen enger von der Straße her. Wieder breiter. Und es fängt an zu regnen. Und das in dieser wüstenreichen Region. Sieht man mit Sicherheit auch nicht jeden Tag. Aber ist ja auch mal eine nette Abwechslung. 2 Minuten 50. Letzten 47 Kilometer noch bis zum Ziel der heutigen Etappe. So, gibt jetzt gleich nochmal eine Sprintwertung. Colbrelli und Bonifacio sind da schon sehr auf Hab-Acht-Stellung. Aber nee, passiert nichts. In Sachen Sprints alles ruhig. 2:42 Vorsprung für die Ausreißer. Roas Barkley, der gute alte Bekannte. Bohnen sogar, Tom Bohnen, ey. Wenn man den mit dabei hat in der Nachführarbeit, hat man auch schon gewonnen, oder? 2,5 Minuten sind es immer noch. Fürs Feld. Wo ist Santa? Immer noch gut beschützt vom Teamkollegen. Jetzt wird es hier so langsam eng, was die Kräfte einiger angeht. Beispielsweise Al-Ali Ibrahim. Der hat jetzt langsam hier richtig Probleme, dem Tempo machen noch beizuwohnen. Andere Fahrer sind da wesentlich besser drauf, wie Camberet zum Beispiel. Merkt man auch deutlich, dass er allgemein ein bisschen besser ist als Al-Ali. Auch Khalid Ibrahim ist überraschend gut drauf noch. Auch Sultan Al-Hamadi geht. Passt schon. Also Al-Ali Ibrahim, der hat hier irgendwie Probleme. Und fällt jetzt deshalb auch mal zurück. Ich würde sagen, das soll es mal für ihn gewesen sein. Vielleicht kann er sich noch ein bisschen erholen. Wäre ja auch gut. Sollen wir mal hier mit dabei bleiben. 31 Kilometer noch. 2:24. Ist der Vorsprung groß oder klein, je nachdem. Sollte also eigentlich passen von der Tendenz her. Almoravi ist auch noch extrem gut drauf. Muss man ihm einfach mal lassen. Also nicht immer so gewesen bei dem. 30 Kilometer noch bis ins Ziel. Und hier sind schon die Namen, die man da auch erwartet. So, was ist jetzt mit Santa los? Mal bitte weiter vorne fahren.
Eineinhalb Minuten, ja. 2 Minuten sind es noch. Vorsprung. Ein Fahrer ist zurückgefallen. Das ist Cieslik. Cieslik, so Meister. Cieslik aus Polen, fällt zurück. Ist ja auch okay. Wenn er nicht mehr kann, mein Gott, dann ist halt so. Wird ihm niemand den Kopf dafür abreißen. So, jetzt wird das Tempo dann doch erhöht. Unter anderem von Jay Thompson für die Mannschaft Dimension Data. Und Santa Romita ist noch mit dabei mit seinem Edelhelfer, mit Natnai Behane, auch Almuravi. Wie gesagt, der fährt hier ein sehr starkes Rennen. Al-Hamadi fällt zurück. Khalid Ibrahim fällt zurück. Al-Ali Ibrahim fällt zurück. Er ist noch mit dabei. Und auch Ali Thani, glaube ich, hat jetzt seine Arbeit erledigt. Versucht da nach wie vor dran zu bleiben, aber wird wohl nicht klappen, wie es aussieht. So, Gamberei kann ja gerade mal noch Getränke holen. Vielleicht schafft das ja. Die Sprintermannschaften, auf die verlasse ich mich jetzt so ein bisschen. Wenn die hier so Tempo geben, dann werden die Ausreißer ja wohl auch einholen können. Oder? Santa Romita. Immer noch vorn dabei. Einigermaßen jedenfalls. Ich würde ihn gerne noch ein bisschen weiter vorne sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist momentan nicht vorne genug, was er hier macht. Gut, die sind jetzt hier alle schon im Sprint-Folgemodus. Ne, Behane, du bleibst noch hier schön mit dabei. Auch Almuravi darf jetzt gerne mal so langsamer sicher nach vorne fahren. Ich meine, wenn er es drauf hat, hat er es drauf. Dann darf er es gerne versuchen, hier mit reinzuhalten. Habe ich gar nichts dagegen. Folgt mal in Jousty. Ich glaube, der ist heute gut drauf. So, der erste Fahrer wird eingeholt aus der Spitze. Camberei, oh, der schafft sogar mit den Flaschen. Geil. Super Helfer, Giuliano Camberei. Daumen nach oben für dich. Auf jeden Fall. Ali Thani, was zur Hölle? Wo kommt denn der her? Kommt einfach aus dem Nichts, ist wieder mit am Start. Ach, der hat auch Flaschen geholt. Also, du bist doch krank, Junge. Lass dich mal schön zurückfallen. Was ist denn da los? Krass. So, halbe Minute noch. 11 Kilometer vom Ziel. Naja, halbe Minute ist ein bisschen übertrieben. Das hier ist die erste Gruppe. Dann kommt das Hauptfeld. Und Camberei. Der setzt sich allen Ernstes wieder an die Spitze. Unfassbar. Der fährt hier richtig gut. Almuravi immer noch vorne mit dabei. Sieht doch noch ordentlich aus. Also der Mann. Ich fürchte fast. Ich fürchte fast. Der könnte heute wieder für eine Überraschung sorgen. Tobias Ludwigsson, ehemaliger MTN-Kubeka-Fahrer. 7 Kilometer noch. Ja, Santa, jetzt musst du wieder nach vorne. Oh je, keine Lücken bitte jetzt. Jetzt bitte keine Lücken. Es geht, ne? Es geht. Häng dich mal an Reichenbach. Was ist mit Behane? Kann gerade irgendwie nicht so ganz folgen. Almuravi hingegen schon. Der ist immer noch mit dabei. Häng dich mal an Mark Cavendish. Kann nicht schaden, das Hinterrad. So, Santa, da fahren wir heute nach vorne. 2,6 Kilometer. Almuravi ist am Hinterrad. Da vorne sind halt ein paar weggefahren jetzt, sozusagen. Wo ist Behane? Warum passt er nicht auf ihn auf? Wie ich es ihm befohlen habe. So, Al-Ali. Ja, Almuravi, der hat jetzt hier richtig Probleme. Santa geht mal in den Sprint. Almuravi ebenfalls, aber es geht ihm dazu sehr bergauf. So, Santa Romita ist platt. Arnaud Demar gewinnt. Wir sollten in Rot bleiben, oder? Da gab es keine Zeit. Oder? Gab es Zeitabstände? Ich hoffe nicht. Gaviria wird auf jeden Fall Dritter. Heißt, jetzt sichert sich zumindest mal Sekunden. Almuravi auf Rang 20. Oh, ich hoffe, wir behalten es, ey. Schwere Etappe.
viel hohes Tempo. Wir schauen es uns an. Nodemar gewinnt, aber sehe ich schon überall selbe Zeit. Ich hoffe, es reicht. Vor Sonny Colbrelli und Fernando Gaviria. Dann Cavendish, Brambilla, Bonen, De Backer, Seri, Chimolai und Impey aus Südafrika. Das ist die Top 10 heute. Dreimal, viermal Quickstep in den Top 10, nicht schlecht. In der Gesamtwertung bleibt Ivan Santarumita vorne. 44 Sekunden nur noch vor Anodemar. 46 vor Gaviria und 52 vor Korchetkov. Da ich aber weiß, es kommt noch eine Bergetappe, sind die 54 Sekunden auf Benyat in Jaws die wahrscheinlich wichtiger. Berhane auf Rang 10 mit 58 Sekunden hinter Italiener. In der Bergwertung führt er ebenfalls vor Nathanael Berhane und Gaetan Bile. Al-Ali Ibrahim weiterhin auf Rang 4. In der Punktewertung führt jetzt Arnaud Demar vor Fernando Gaviria und Sonny Colbrelli. Da haben wir jetzt, ja doch, Santarumita ist auf Rang 4, aber Al-Ali hier, Mann, Mohamed Hassan Al-Murawi ist rausgefallen aus den Top 10, zumindest für den Moment. In der Nachwuchswertung, die müsste jetzt als nächstes kommen, führt Fernando Gaviria vor Sam Omen und Clement Venturini von unserer Mannschaft. Keiner mehr unter den Top 10. In der Teamwertung führen wir allerdings weiterhin vor Elkhoff Outdoor Cycling und Verandas Willems Krelan. In diesem Sinne alles nach wie vor gut. Santarumita verteidigt sein Trikot, auch wenn er ein bisschen Zeit einbüßt. Gucken wir gerade mal. Aber er ist in derselben Zeit angekommen. Also es waren dann doch die Bonussekunden, die es rausgerissen haben für Demar und Gaviria. Aber trotzdem weiterhin Rang 1. Und wenn man sich die Etappe mal anguckt, da werden weder Demar noch Gaviria vorne mit dabei sein. Also das ist eine Etappe. Ja, da geht es dann um die Bergfähigkeiten. Und da werden dann ganz, ganz andere Fahrer mit vorne zu erwarten sein. Klassische Bergetappe. Mit einem schönen Finish am Ende. Ja, und dann schauen wir mal, ob Santarumita gelb behalten kann. Der ist ja noch nicht mal in der Topform, aber trotzdem schon so gut drauf. Okay, das wird spannend. Bei der Andalusia-Rundfahrt erwartet uns wieder mal ein hügeliges Rennen. Das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und dann geht es also in der übernächsten Folge weiter mit der Oman-Rundfahrt. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die heutige Etappe fandet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dorthin, danke fürs Zuschauen. Liebe Grüße, euer Fritte. Ciao, ciao.